Mancano alcuni, ma bisogna vedere dopo. Yo, was geht ab, meine Freunde? Met hier am Start und herzlich willkommen zum nächsten Part vom Karrieremodus mit dem AC Mailand. Und an allererster Stelle möchte ich euch ein frohes, ein gesegnetes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht und nicht zu weit gerutscht. Und ihr könnt es hören, ich habe mich wieder mal ein bisschen erkältet. Es ist unglaublich. Ich weiß nicht, wie ich es hinkriege. Ich fange mir was ein und dann bin ich direkt wieder angeschlagen. Aber ja, es geht mir gut, falls da die Fragen kommen sollten. Und erst einmal möchte ich mich bei euch bedanken für den tollen Support in 2015. Und ja, wir erreichen jetzt schon die 50.000er Marke. Ich weiß nicht, ob wir jetzt, wenn ihr die Folge seht, ob wir die 50.000 geknackt haben. Aber wenn ja, vielen, vielen Dank, Freunde. Ihr seid wirklich die Besten. Und die Unterstützung, die tut einem wirklich gut und die motiviert einen. Und deswegen machen wir heute auch direkt weiter. Ihr habt euch dazu entschieden, dass ich gegen Lazio Rom und gegen AS Rom spielen soll. Das heißt, wir haben heute 4 Spiele in der Episode und vielleicht mache ich ein Training. Das bin ich mir gerade noch am Überlegen. Und da das neue Jahr ja angefangen hat, habe ich mir gedacht, neues Jahr, neues Glück, auch mit der Technik, ich probiere heute was. Falls was schief gehen sollte, ich bitte um Verzeihung. Ich hoffe, dass alles so klappt, wie ich es mir vorstelle, dann habe ich wirklich... Boah, dann habe ich hier meinen PC gesaved, keine Ahnung, weil das ist echt ein bisschen das Problematische. Ich brauche entweder einen neuen PC oder muss mal mit dem Kumpel drauf schauen, wie wir es machen, weil der kennt sich ein bisschen aus. Der hat jetzt mit YouTube noch nicht so am Hut, vielleicht irgendwann mal, aber der kennt sich mega gut mit PCs aus. Aber ich brauche den PC halt jetzt vor allem bei Fatal Team of the Year. Was willst du machen? Aber wir schauen mal. Wir schauen mal, ob das hier alles gut geht. Hoffen wir es. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt auch schon direkt ins erste Simulationsspiel rein. Ja, Freunde, Heimspiel gegen Hellas Verona. Die haben, ja, die letzten 3 Spiele nicht verloren. Oh, das wird, ja, nicht einfach. Hoffen wir, dass wir es für uns entscheiden können. Was ist das für ein Name? Christodoulopoulos. Und Menes macht das 1-0, Freunde. Aber krasser Name. Ein Grieche, höchstwahrscheinlich 2-1. Okay, Christodoulopoulos. Ey, bis du den Namen ausgesprochen hast, ist ja schon wieder Weihnachten. Oh mein Gott. Nigel de Jong, was machst du aber? Boah, boah, teng, teng, teng. Macht das Tor. Wir gewinnen das Spiel, aber Nigel de Jong, das ist echt unnötig. Und Freunde, ihr habt es im Intro gesehen. Die medizinische Abteilung gibt das Go für Mario Balotelli. Er ist wieder zurück, Freunde. Ja, Freunde, ich werde jetzt mal ein Training spielen. Habe ich mich jetzt zu entschlossen. Mit Hashim Mastur. Da hat jemand kommentiert mit Hashim. Aber ich habe auch mal gehört, der heißt, das wird Hakim. Kann sein. Ihr könnt es ja vielleicht nochmal in die Kommentare posten. Hakim oder Hashim. Ich nenne ihn heute mal Hashim Mastur. Oder ich sage einfach Mastur. Und El Rondo steht an. Das heißt, wir passen den Ball hier um den, ja, um das Schweinchen in der Mitte rum. Oh, shit. Das war richtig schlecht. Müssen wir hier mal reinkommen. So, liebe Freunde. Und vielleicht habt ihr auf Facebook mitbekommen. Checkt unsere Facebook-Seite aus, Freunde. Da verpasst... Oh, Beini. Verpasst ihr wirklich nichts. Ich bin im Moment im Dart-Fieber. Wirklich, da... Das kann es sein. Ich schreie so viel beim Darts. Wenn der neue Darter nicht getroffen wird, da raste ich aus. Also wirklich, ich liebe Darts, aber ich will einen neuen Darter sehen. Oh, jetzt rede ich zu viel. Merkt man auch vielleicht. Das ist bis jetzt nichts. So, Montolivo. So. Ja, jetzt läuft es ein bisschen besser. Auf jeden Fall Darts mega geil. Und leider ist Peter Wright, ja gestern, wenn ihr es jetzt seht, gegen Adrian Lewis rausgeflogen. Wobei ich Adrian Lewis auch irgendwie sympathisch finde. Ich mag ihn sehr. Und aber Peter Wright ist für mich der Beste. Der ist echt, der wirklich der Boss. Okay, das war nix. Wir spielen nochmal. Ja, Peter Wright, ihr kennt ihn vielleicht, ich werde ein Bild einblenden. Der ist der bunte Vogel da. Und ich finde ihn einfach sympathisch. Ich habe das auch in den Vorberichten gesehen vor der WM. Der lebt auf dem Bauernhof. Also fast so wie ich. Also ich lebe ja nicht auf dem Bauernhof, aber auf dem Lande. Und der ist einfach so auf dem Boden geblieben, der Kerl. Das ist unnormal. Und einfach ein mega sympathischer Kerl, so wie der rüberkommt. Den würde ich gerne mal in echt treffen. Ich will ja nicht nur Fußballstars treffen. Ich würde wirklich einen Dartstar treffen wollen. Und ja, Van Barneveld auch mega geil, wie er das Spiel gedreht hat gestern. Und also muss man sagen, ich nehme es auch gerade in der Nacht auf, muss ich sagen, weil mein Schlafrhythmus ist gefickt.
Kennt ihr ja vielleicht, ihr seid wahrscheinlich auch noch wach hier nach Silvester die Nacht. Ich komme hier nicht rein, was ist hier los? So. Mehr Pässe, holen noch ein. Mann, oh Mann. So, bisschen konzentrieren, ne. Nochmal, einmal machen wir es noch. So, komm, die Runde muss jetzt mal sitzen. Oh mein Gott. So, das war jetzt mal ein bisschen flotter unterwegs hier. So, jetzt haben wir oben Platz. So, Zapata liegt, das ist schon mal gut. Sehr, sehr gut. Montolivo geht wieder hoch, ja. Ah, fuck, was eine Grätsche. Puh, 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 puh. Ja, spielt das Ding gut. So, da ist jetzt Platz. Hin und her. Tiki-Taka. Tiki-Taka, Makaraka. Ja, das sieht jetzt besser aus, Freunde. Das sieht jetzt besser aus. Und dann verliert den Ball. Oh, fuck. Die Nase schon wieder, Freunde. So wie bei Fatal. Oh mein Gott, und dann so ein Pass. Okay. Wir müssen uns mit dem C zufrieden geben. Oder wir spielen noch einen. Ich weiß nicht. Wir machen es einfach. Wir haben Samstag. Da können wir auch mal raushauen. Könnt ihr nochmal Vorschläge machen, was für ein Training ich vielleicht spielen soll. Was euch für euch am coolsten ist. Ich weiß nicht, was zum Gucken am besten ist. Das war jetzt schlecht. Puh. So. Für den Hashim trainieren wir hier. So, Freunde. Das sieht jetzt wieder ein bisschen besser aus. Auf jeden Fall könnt ihr mal kommentieren, ob ihr die Darts-WM guckt. Ich liebe es. Die letzten 3-4 Jahre bin ich da immer mit dabei. Und früher habe ich zum Beispiel immer gern 4-Schanzenturnier geguckt beim Skispringen. Das interessiert mich komischerweise nicht mehr so. Früher mit Martin Schmidt, Sven Anhawald. Das waren so meine Zeiten, wo ich Skispringen geguckt habe. So in die Silvesterzeit rum. Man muss sagen, ich bin wirklich ein Sportfreak. Also ich kann mich für viele Sportarten begeistern. Das finde ich cool auf der einen Seite. Manchmal wird es dann auch kompliziert. Jeden verdammten Sonntag bin ich NFL am gucken. Dann gucke ich noch die NBA, soweit es geht, aufs Box, wenn es mal live kommt. Na, das war nix, ey. Jetzt müssen wir D nehmen. Freunde, man labert hier zu viel, ne? Ergebnis mal ansehen. Den Rest simulieren wir jetzt, Freunde. Da haben wir jetzt auch genug übers echte Leben gequatscht. Und ja, Son Maximo geht hoch. Das ist sehr schön. Und ja, weiter geht's. Freunde, Inter Mailand hat wieder federn lassen, sehe ich jetzt erst. 5 Punkte sind es jetzt. Und wir sind, ja, ziehen langsam davon. Aber jetzt ein schwieriges Auswärtsspiel bei Sassuolo. Ich mach mal Team und dann simulieren das Spiel. Ja, Freunde, wir sind jetzt beim Auswärtsspiel. Und ich glaube einfach, dadurch, dass ich eben kurz schon eingenickt bin und jetzt wieder aufnehme, war meine Stimme einfach noch nicht ganz da. Also die kommt jetzt langsam wieder. Und ja, wir sind beim nächsten Spiel. Super Mario Balotelli hat mir Go-Zeichen gegeben. Er wollte unbedingt spielen bei Sassuolo. Und jetzt simulieren wir es. Das könnte ein Spiel sein, wo wir vielleicht patzen, weil wir es simulieren. Aber nichtsdestotrotz werden wir es probieren. Berardi war natürlich einer, den wir holen wollten eventuell. Und ja, wir haben ja Vorsprung. De Sciglio ist verletzt. Nein, Balotelli verschießt einen Elfer, Kollege. Was ist da los? Nein, Mann. Haben wir die Chance gehabt mit Balotelli. Balotelli ist auch jetzt raus. Fick hier drin. Und immer noch 0-0. Also ich muss ja sagen, die italienische Liga, da fallen auch generell nicht so viele Tore, wenn ich mir das so angucke. Und Jeremy Menez macht das 1-0, Freunde. Ganz wichtige Chance Inter gemacht hat. Vielleicht sind es ja sogar 8 Punkte jetzt geworden. Okay, der Schiedsrichter fällt für 3 Wochen aus. Oder zwei Wochen, aber ist nicht so schlimm. Ja, Freunde, das nächste Training simuliert und ich möchte nochmal ansprechen, wir haben ein Best-of 2015 hochgeladen von den Fußballszenen, also es lohnt sich reinzuschauen. Eines der geilsten Videos ever auf unserem Kanal und das in 4K, also Ultra HD. Gönnt euch. Und ja, Freunde, das Pokal-Halbfinale steht an und wir wollen es natürlich gewinnen. Wir spielen mit dieser Mannschaft. Douglas Costa ist müde, genauso wie ein paar andere Spieler. Balotelli, ja, nach der Verletzung frisch wiedergekommen. Wir spielen, wenn ich mich nicht irre, irgendwie unter der Woche oder so, weil ein paar Spieler sind wirklich müde. Und deswegen ein paar Änderungen, aber ich denke, wir haben in der Breite im Kader wirklich die Qualität dafür da. Und ja, los geht's. Freunde, San Siro ist bereit und ich würde sagen, ja, fackeln wir auch nicht lang rum. Wir spielen jetzt gegen Lazio und wollen das hier gewinnen. Und da gibt es eigentlich keine andere Option. Wir müssen daheim gewinnen. Und da hat auch jemand kommentiert mit der Frisur von Son Maximo. Falls ich die Coppa 90 Sache gewinnen sollte, ganz wichtig, habe ich gar nicht erwähnt. Vielen Dank an alle, die abgestimmt haben noch am Ende. Und
Ja, am 11. wird das bekannt gegeben. Vorher werde ich es ja wahrscheinlich auch nicht wissen. Wenn, darf ich es nicht bekannt geben. Silizen mit S haben auch viele kommentiert. Also ich habe mir die Kommentare durchgelesen. Vielen Dank dafür. Und ja, wie gesagt, am 11. Und da meinte jemand, wenn ich das gewinnen sollte, soll ich mir doch die Haare so machen wie der Maximo. Das wäre natürlich auch geil, aber ich habe Haare auf dem Kopf, falls da jemand, ja, falls sich jemand wundert, ob ich da wirklich was habe. Nur ich habe Geheimratsecken, ist ja jetzt kein Geheimnis, muss man sich auch nicht für schämen, finde ich. Egal wie man da aussieht. Und ich trage halt ganz gerne die Cappies dann. Und ich müsste mal hier aufpassen, sonst fangen wir unser Dingen. Kantre war die Latte. Puh, Freunde, da laber ich wirklich unnötiges Zeug und dann kassieren wir was. Aber, um das Thema abzuschließen, ich könnte mir eine Perücke organisieren, um die Frisur von Zorn Maximo zu machen. Falls Copper 90 das läuft, dann können wir es auf jeden Fall ja in Angriff nehmen. Nur so nebenbei, mein erstes FIFA-Spiel in 2016 jetzt, möchte ich natürlich auch gewinnen. Das letzte war gegen RNE, habt ihr vielleicht auch gesehen bei FIFA auf dem Kanal. Ein Buy First Special Card Wager. Möchte ich nicht spoilern, falls ihr es noch nicht gesehen habt. War auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Und ja. Oh, da ist ganz viel Platz hier. Mach das. Mach das. Komm. Mach das. Ganz stark. Mach das. Mach das. Und unsere erste Chance ist drin, Freunde. Wow. Wow. Mach das. Einfach nur stark gemacht, Freunde. Und mein Fernseher ist laut. Warum? Ja, okay. So schlimm war es jetzt nicht. Von Gesamtstärke 100 war es auf 2, aber ich hab's gehört. Komischerweise, ich weiß nicht wieso. Muss ich mal gerade leise machen, aber klasse Abschluss. Schön vernascht außen. Mach. Oh, was geht denn da ab? Bonaventura. Bonaventura schüttelt Konko ab und jetzt zieht er rein. Bonaventura. Bonaventura! Freunde, fast dasselbe von der anderen Seite gemacht. Bonaventura. Hätten wir fast ja 2-0 gemacht. Hammer. Ja, Freunde, vielleicht fragt sich der eine oder andere, ja, wie hatte der Meti Silvester gefeiert? Kann ich auch noch kurz erzählen. Wir waren hier bei uns im Ort in der Hütte mit ein paar Freunden. Und ja, vom Fußball und einer meiner besten Freunde seit der Kindheit schon. Ja. Oh mein Gott, was mache ich hier? Und wir haben da gefeiert. Dann war noch der Bakari dabei. Bakari Nimaga, er spielt bei Skanderbrühl Kochtje. Und mit dem werde ich jetzt die Tage wahrscheinlich mich auf dem Fußballplatz mal treffen. Und das wäre echt cool. Der ist nämlich Fußballprofi, spielt in Albanien und hat bei uns im Verein mal gespielt. Und ja, als er aus Afrika nach Europa kam. Und er ist mega cool drauf, also ich mag ihn sehr. Und der ist momentan in Deutschland und macht seine Vorbereitung, seine persönliche Vorbereitung für die Saison. Und die haben ja, ohne Witz, in der Europa League die Saison gespielt. Und der hat gegen Sporting Lissabon einen 30-Meter-Kracher gemacht. Und der war drin, tatsächlich. Ja, der hat gegen Beşiktaş war er jetzt verletzt im Rückspiel in Istanbul. Aber richtig cooler Typ. Und wir haben hier vielleicht nochmal eine Chance, da in den Fuß zu spielen. Nee, aber könnt ihr euch auf jeden Fall... Oh, Mastur kriegt den Ball zurück. Fekir auf so Maximo, kommt nicht an. Aber ich erzähle jetzt heute viel. Aber ist vielleicht auch interessant für euch. Also, da kommen auf jeden Fall noch Videos auf euch zu. Wenn alles klappt, wenn er zeitlich das hinkriegt und mit der Verletzung alles hinhaut. Der ist nämlich noch angeschlagen. Und ja, hoffentlich klappt es. Yes, okay. Mastur. Oh, der Pass auf Fekir. Fekir, oh mein Gott. Oh mein Gott, was ein Schuss. Oh mein Gott. Was ein Abschluss. Kein Tor. Jo, Jungs, wie ihr sehen könnt, sind wir hier am Drücker. Die hatten eine dicke Chance, aber sonst wirklich nichts. Und danke für die Kommentare. Ich habe mich ja gewundert über die Paraden. Und ihr habt gesagt, dass die Flanken, die man abfängt, auch als Paraden zählen. Warum auch immer. Also, ich weiß nicht, ob man das als Parade definieren kann. Aber lassen wir EA mal. Das wird ja schon irgendwie stimmen, ne? Oh! Dein Ernst, Digga? Dein Ernst? Nicht mit Nigel de Jong, Mann. Das ist rot. Dein Ernst? Und er gibt nur gelb. Ey, das war von hinten in die Beine, Freunde. Mastur. Da ist Nigel de Jong. Und jetzt gönn dem! Oh mein Gott, schon wieder Pfosten! Oh mein Gott! Oh, Fekir! Oh, Marchetti. Marchetti hält den Ball. Und wir sind hier wirklich... Ja, wir bestimmen das Spiel, Freunde. Das ist, müssen wir sagen. Ich hätte mehr erwartet für ein Pokal-Halbfinale. Oh, klasse Ball auf Fekir. Er kann sich drehen. Fekir!
zum zweiten Mal, Freunde. Klasse Angriff von links aufgezogen mit Bonaventura und Nabil Fekir. Haut das Ding ins Netz und da könnt ihr sehen, der Pass knallhart in den Fuß. Er dreht sich mit dem schwachen Fuß. Scheißegal, Freunde. Ganz geil gemacht. Muss man einfach mal sagen. Guter Abschluss und Fekir mit seinem zweiten. Wer hat eben das Tor gemacht? Ach, Mahrez. Komplett verfeilt, der Fekir hat den ja fast reingemacht, sorry. Ja, Freunde, das Spiel ist zu Ende. Wir gewinnen 2:0 gegen Lazio Rom und ziehen somit ins Finale ein. Und das ist schon mal ein sehr wichtiger Schritt, da freue ich mich wirklich drüber. Und ja, wir sehen mal, wer unser Gegner sein wird. Ja, Freunde, weiß ich, was da EA macht. Da steht auf einmal ein 1-1 und ich weiß nicht, wer weiterkommt. Und ja, es wird auf jeden Fall einer von Juve oder Roma sein. Ja. Egal wer, wird ein schwieriges Spiel, aber wir spielen jetzt erstmal gegen Rom in der Liga. Jo, Freunde, wir sind beim Spiel gegen den AS Rom und wir spielen mit dem 4-4-1-1. Vorne Balotelli, Menez dahinter, Montolivo Boateng machen die Mitte zu, Douglas Costa kommt wieder zum Zuge mit der One El Shaarawy und wir haben Antonelli, Romagnoli, Rugani, Abate und Cillessen. Und ich denke, ja, gegen Rom wollen wir natürlich nochmal zum Abschluss hier im neuen Jahr in der ersten Folge nochmal einen Sieg einfahren. Los geht's! San Siro ist bereit, Freunde. AS Rom gegen AC Mailand. San Siro wäre auch ein Stadion, wo ich gerne hinfahren würde, mal. Nur so, um zu sehen. Sieht schon erstaunlich aus, wobei die Gerüste in FIFA mit dem Schatten wirklich scheiße ist, wenn man nachmittags spielt. Muss man mal einfach sagen, aber sonst bestimmt cool in Mailand. Ich meine, vielleicht irgendwann mal mit YouTube mal nehmen, weißt du, mal doch. Oh, Jeremy Menez. Oh, das müsste ein Freistoß geben. Kevin Prince! Oh, Mann. Was geht da ab? Balotelli? Oh mein Gott. Muss ich da was sagen, Freunde? Das war eine Riesenchance von Dzeko, Freunde. Wow, was ein Kopfball. Wie gewinnt er hat? Ich weiß es nicht, aber müsste jetzt Halbzeit sein. Ja, Freunde, Halbzeit und es ist wirklich ein ereignisarmes Spiel. Also so viele Chancen gab es auf beiden Seiten nicht. Deswegen ja, müssen wir ein bisschen zulegen. Rom spielt krass auf Ballbesitz, deswegen wahrscheinlich auch keine Highlights bis jetzt. The Prince mit dem Spin und wir holen eine Ecke raus gegen Manolas. Und jetzt spielen wir wieder kurz auf Douglas und am 16er steht jemand. Am 16er steht Montolivo und Diego Alves. Oh, jetzt vielleicht mal mit Jeremy Menez gegen Guillaume Bär. Oh, da gehen wir gut durch. Jeremy Menez, wir brauchen auf dem rechten Fuß Jeremy Menez. Boah. Freunde, Jeremy Menez und ihr wollt den Typen verkaufen. Ja, also ich kann ihn halt nicht mehr verkaufen. Viele wollten, dass er geht, aber Jeremy Menez ist einfach ein Bombenspieler in FIFA. Ich weiß nicht, wieso, der geht so ab. Wirklich, der hat die Skills, der hat einen Körper, den er reinstellen kann. Und einen Abschluss. Was willst du mehr? Boom, guckt euch den Abschluss an. Oben rechts rein. Oh la la. Jeremy Menez, Freunde, mit seinem 7. Tor bereits. Und wir führen. Bang, 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 baggedy bang. Bang, bang, baggedy bang. Oh, Antonelli, gut in Szene gesetzt von Douglas Costa. Der Ball kommt auf Mario Balotelli. Super Mario Balotelli trifft, Freunde. Sein Comeback-Treffer im zweiten Spiel. Oh, der ist jetzt schon was länger jetzt wieder zurück. Aber boom. Super Mario Balotelli. Ah, guckt euch das mal an. Na, geile Fans. Geil gemacht, Antonelli zieht da rein, spielt den Balotelli in den Fuß, kein Abseits, Rom muss natürlich aufmachen und Balotelli, der macht ihn dann auch im Abschluss rein. Ich glaube, ja, 12 Tore, wir müssen da oben nochmal angreifen, um Torjäger hier, Torschützenkönig zu werden. Der war ja lange verletzt jetzt und ja, Neapel führt 5-0 gegen Bari, auch nicht schlecht. Oh, der Ball auf Fekir, auf Balotelli, Balotelli. Ich wollte zu ihm spielen, Freunde, weil ich es ja gerade schon erwähnt habe. Ich möchte noch ein paar Tore mit dem machen. Oh, der Ball kommt, aber... Ah, Alves auf Suso. Okay, jetzt müssen wir nehmen. Suso! Freunde, jetzt schlachten wir es aber ab. 3-0. Suso, eingewechselt worden. Bam, macht sein Tor. Und leider nicht Balotelli, aber da musste ich ihn jetzt nehmen. Da kam der Ball noch perfekt. Ja, mit dem Schussfake. Bam! Oh,
Stillison kann sich auch nochmal auszeichnen, Freunde. Edin Džeko, in der Luft ist er natürlich auch mega gefährlich. Und ja, kurz vor Schluss fast noch einen Anschlusstreffer kassieren. Und vielleicht können wir den abfangen oder auch nicht. Das war jetzt scheiße. Was hat der Stillison da gemacht? War verhindert da irgendwie, musste auch einen anderen Termin wahrnehmen im Fünfer. Ja, der Norbert macht das Tor. Ja, Freunde, das Spiel ist dann auch schon zu Ende. 3:1 gewinnen wir zu Hause gegen AS Rom. Und das ist ganz wichtig. Jetzt schauen wir mal, was Inter Mailand gemacht hat. Am Ende könnt ihr die Statistik nochmal sehen. Und Inter Mailand hat 2:0 gewonnen. Und ja, ich werde zum Spiel eingeladen. Ich kann nicht gegen jeden spielen, Freunde. Auch wenn ihr mein Gamertag wisst. Nur so, auch wenn es mir leid tut. Und ja, an dieser Stelle machen wir dann weiter. Tabelle könnt ihr ja unten sehen. 5 Punkte immer noch vorne, noch... Ja, nicht 7 Spiele, da sind noch ein paar mehr Spiele, weil wir 20 Mannschaften sind. Müssen noch 10 sein dann oder so, irgendwie sowas. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, Freunde. Falls ja, lasst einen Daumen hoch da. Und ja, wir sehen uns dann morgen schon mit Fatal. Und dann geht's ja in die letzte Folge. Und das wird wieder mal richtig cool, glaube ich. Nehme ich dann auch morgen auf, wenn ich jetzt hier das geschnitten habe. Schlafe ich erstmal und dann kommt das Video online. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, kommentieren, abstimmen nicht vergessen, ganz wichtig. Die Abstimmung gibt es ja generell, auch wenn ich es jetzt nicht angesprochen habe, gegen wen wir da spielen könnten. Schauen wir kurz rein. Gegen Cagliari, dann gegen Atalanta, Bergamo und Inter Mailand und ja, Sampdoria. Könnt ihr abstimmen, Inter Mailand wird das Topspiel sein. Denke ich auf jeden Fall, das wird spielen werden, da wird keiner was sagen. Und wir spielen im Finale gegen Lazio, Freunde. Nee. Ach, es gibt noch ein Rückspiel. Okay, da war ich jetzt mal total hier falsch. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Haut rein, macht's gut. Ciao.